So, und herzlich willkommen zu My Test. Genau. Ja, Schnauze jetzt. Ihr habt alle kapiert? Klappe jetzt. Oh, diese Runde. Ja. Wir gehen locker auf die 200 zu. Das ist bereits die 196. Folge. Holy shit. Das ist heftig. Ist es. Aber gut. Das heißt, wir haben bereits 100 Stunden aufgenommen. Ne, weil jede Folge hat ja eine halbe Stunde. Das heißt, 200 mal 0,5 sind genau 100 Stunden. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich hab doch gerade die... Du willst mich verarschen? Ich hab gerade die Shift-Taste so fest in die Tastatur gepresst. Das kannst du nicht mitbekommen haben. So. Ficken. Okay. Und ich hab keinen Bock mehr. So. Jetzt müssen wir überlegen, geht das so? Ja, das geht. Ja, es geht nicht. Boing. Wir hätten vielleicht doch erst die Dachziegel machen sollen und dann die Dinger hier. Die sind jetzt hier immer die ganze Zeit im Weg. Ja. Mal gucken, wie das wird. Wie der Wirt wird. Vor Ankunft komme ich jetzt nicht mehr rauf. Na gut, muss ich halt mal nach hinten springen. Wieso kann ich nicht springen? Mit den Blöcken los. Ach so, weil hier die Kanten dafür sorgen, dass, ne, weil ich ja, ich bin nicht ganz zwei Blöcke hoch, sondern ich bin ja quasi so, ich weiß gar nicht, 1,6 oder 1,5 nicht. Ich glaube, ist dieser Charakter, den wir hier haben, der hat, glaube ich, intern eine Höhe von 1,6 Blöcken. Und da diese Schrägen hier aus mehreren Einzelteilen bestehen, bleiben wir halt bei den oberen 3, 4 hängen. Ja. Da sind wir ganz schön hängen geblieben. So, das war der einfache Teil und ab jetzt wird es immer schwieriger, hier noch Sachen drauf zu bekommen. Vor allem hier halt. Wie wir hier Dinge langziehen sollen, das wird eine ganz schön schwere Kacke. Andererseits wäre es vielleicht sogar sinnvoller, erst die unter, weil wir wollen auch noch von unten eine Schräge gegen machen, ne? Damit es halt von unten auch noch geil aussieht. Vielleicht sollten wir auch damit tatsächlich anfangen. Das wäre vielleicht sinnvoller. Also besser komme ich hier nicht mehr raus. Okay, ich glaube, wir machen das auf. Wir fangen erst mit den unteren Dingern an. So. Achso, na gut, okay. Bei denen. Ach, scheiße. Ja gut, die wir jetzt schon platziert haben, da haben wir es quasi genau genommen vergessen. Da hätten wir es erst machen sollen auch. Dann müssen wir es jetzt halt nachträglich machen. Das wird eine lange Folge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Trotzdem diese Vögel, die haben wohl einen Vogel haben ja. Lass mich hoch, lass mich hoch. Oder schwack mir in der Fresse hoch und so. Was?
Are you kidding? Mr. Baby. Oh nö. Ich will das alles nicht. Es tut mir doch so leid. Habe ich das im Zimmer irgendwas zerstört? Nein. Sieht alles noch gut aus. Scheiß Ding. So, jetzt kopieren wir die Dinger. Und da mache ich jetzt ganz intelligent, und zwar mache ich die erstmal bei denen. Na gut, ob das so viel intelligenter. Und obwohl doch, das sollte so einfacher gehen. Weil dann kann ich mich nämlich auf den raufstellen und kann dann von denen aus hier unten die Dinger gegensetzen. Wobei ich sehe gerade, nein, doch, genau, doch, das geht. Das geht. Sehr schön. Ah, siehst du, ein bisschen Intelligenz ist mir also doch noch verblieben. Finde ich sehr löblich. So. Kann man da zu oft hinsetzen? Ne, eigentlich nicht. Eben, weil da kann er nicht so weiter hinsetzen. Das heißt, ich kann so oft klicken, wie ich möchte. Oh, oh, ist das schön. Hoffentlich platziert überhaupt noch was. Ja, er hat es platziert. Sehr schön. Geil. Oh, scheiße, muss ich schon wieder runterlaufen hier. Es funktioniert. Es funktioniert. Und wir brauchen mehr Blöcke. Definitiv mehr Blöcke. Das heißt, die ganzen restlichen, die wir jetzt noch haben, pulver ich auch direkt alle weg. Ich nehme gleich mal den 99er Stack hier. Die Pulver war direkt alle weg, weil wir brauchen jetzt eh keine vollen Blöcke mehr, sondern nur noch die schrägen. Dafür brauchen wir davon aber eine ganze Menge. Absolut perfekt. Erstmal ein bisschen aufräumen. Alles ein bisschen kombinieren hier. So. Das ist das gleiche mit den Dingern hier. Schon sparen wir ein bisschen Inventarplatz. So, die am weitesten vorne sind, müsst ihr auch zuerst anfangen wegzunehmen, oder? Oder nimmt er die letzten weg? Stimmt, der hat, ich glaube, super intelligenterweise die letzten zuerst weg. Ah ja, werden wir gleich sehen. Welche er zuerst wegnimmt. So. Ja, er nimmt zuerst die letzten weg. Das heißt, den Stack muss ich ja austauschen. Nein, austauschen. Genauso wie ich den Stack austauschen muss. So. Kann ich mich da genau in die Mitte stellen und komme da an beiden Seiten ran? Natürlich nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. So, aber so hier geht es tatsächlich relativ gut, wenn wir erst die Unterseite machen. Das funktioniert relativ easy. Genau, die Außenseite haben wir, die Außenüberhänge haben wir schon gemacht. Wobei ich nicht weiß, ob wir es auf der anderen Seite auch schon gemacht haben mit dem Überhang. Also komplett fertig. Können wir dann ja gleich mal gucken. So. Ah, okay, wir haben die Unterseite haben wir schon, aber die Oberseite haben wir noch gar nicht gemacht. Na gut, können wir mal später. Boah, Alter, nicht runterfallen, ja.
Ich meine, gut, so tief fallen wir nicht, aber es könnte trotzdem schon ganz schön Damage. Nee, Quatsch. Falldamage gibt es ja sowieso keinen. Egal, wir müssen trotzdem wieder hochlaufen. Ist also Zeitverschwendung, hier runterzufallen. Macht das jetzt gerade überhaupt? Doch, ist richtig. Alles gut. Ich dachte jetzt gerade schon, ich mache jetzt hier gerade einen Fehler. Weil ich gerade dachte, die Höhe muss auf, also die Schräge muss bei der Schräge sein, aber ist ja komplett Quatsch. Das ist da ja der Boden. Das ist ja zum Glück, haben die ja mit einer nichts zu tun. Tja, seht ihr schon, ne? Dach bauen ist nicht Männersache, aber schwierige Sache. Jetzt ist die Frage. Doch, ich würde das hier einfach komplett vier gerade Blöcke reinsetzen. Also so wie wir es auch hier gemacht haben, haben wir ja hier auf der Seite auch gemacht, ne? Dass wir hier einfach auch dann immer vier Blöcke hinsetzen. Scheiße, habt ihr die ganzen Blöcke verpulvert. Wie viele Blöcke brauchen wir? Wir haben 6 mal 4. Also 24. Und das dreimal. Also 48. Nein. Was laber ich? 72. Außerdem fehlt hier in der Mitte. Hier fehlen auch noch die Dinger. Das heißt, wir brauchen 76 Blöcke. So. Bam, bam. Sehr schön. So, das müsste jetzt also so denn genau 1:1 passen. Achso, na gut, die Blöcke kann ich davor umsetzen. Ist aber beinahe runtergefallen. Gut, okay. Ist ja hier noch die Zwischenebene. Oh mein Gott, Dachbau ist. Also hier ist apropos Dachbau. Mist, ich wollte ja Sören fragen, warum sie in ihren Dächern immer diese Lücken drin hat. Jetzt habe ich sie gestern gesehen auf dem Kreativserver, als ich privat on war und mein Hotel gebaut habe. Also für euch war es ja schon vor vorheriger Woche. Ist ja für euch schon wieder Ewigkeiten her. Für mich war das alles jetzt gestern. Ja. Auf jeden Fall, als ich mein Hotel gebaut, nein, mein Atomkraftwerk gebaut hatte, so rum. Nicht mein Hotel, das ist schon ein bisschen länger her. Da war Sören auch on. Und hätte ich sie gleich mal fragen können, wegen ihrer Dachbauweise. Weil da immer diese Lücken zwischen sind, zwischen diesen. Also, ne, sie baute ihre Dächer aus Slabs. Und deswegen hatte da immer diese Lücken zwischen die Dinger. Und ja, wollte ich mal gestern fragen, oder hätte ich gestern mal fragen können, warum sie das so macht. Habe ich natürlich wieder gepennt. Naja. Aber wie gesagt, kann ja auch einen praktischen Nutzen haben, ne? Das ist so Belüftungs... Was? Ich habe mich verzählt? Hä? Das sind doch 6 Blöcke immer, oder nicht? Oder sind es doch 8? Ja, es sind immer 8. Ach, scheiße, die waren dann. Ja, hätte ich sie gestern fragen können, habe ich aber nicht. Habe ich mal wieder gepennt. Was ich übrigens sehr gerne mache, schlafen ist schön. Mir fällt gerade auf, uns gehen die Steine tatsächlich aus. Und dabei haben wir nahezu alle roten Steine mitgenommen. Unser Lager ist quasi leer. Wir haben da vielleicht noch von den ungebackenen, haben wir vielleicht, glaube ich, noch 4 Stacks oder sowas. LOL. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da so schnell ans Limit stoßen. Ich dachte, wir hätten bei der letzten Wüstenaktion mehr als genug mitgenommen. Aber da sieht man mal, wie viel so ein Dach schluckt. Das schluckt mehr als eine Folge. Ist ja gut jetzt. Ich lasse mich von den falschen Leuten inspirieren. Es tut mir leid. Ich wollte eure Freundin ja nicht beleidigen.
nur wenn sie mehr schlucken können als das Dach hier. Es tut mir so leid. Nein, tut's nicht. So. Ich sag's ja. Irgendwann denken wirklich noch alle, ich bin wirklich frauenfeindlich. Ach ja, siehst du, ich kann ja einfach auf den Boden setzen. Genial. Schön, 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 schön. Sind es jetzt auch die richtigen? Ja, genau, sind die richtigen. Zum Glück zeigt er oben links immer an, was er kopiert. Perfektion. So, jetzt aber wieder die hier kopieren, damit ich die da hinsetzen kann. Geht doch langsam. Wisst ihr, genau so sieht es hörens doch nämlich auch aus. Mit diesen ganzen Löchern dazwischen. Lassen wir jetzt einfach so und sagen, wir haben es kopiert. Wir fanden ihre Bauweise so interessant, dass wir sie auch mitnutzen wollten. Ich meine, klar, eine Hotellüftung wäre schon interessant, nur wir wollen ja unser Hotel ein bisschen anders belüften. Habe ich ja bei meinem, ne, bei meinem großen Hotel. Da habe ich ja zum Beispiel extra diese Türen dahin gesetzt. Die man aber halt vor allen Dingen halt auch verschließen kann. Weil ich meine, Lüftung ist ja schön und gut. Aber wenn eine dauerhafte Lüftung ist, spätestens im Winter wird es ein bisschen problematisch. Weil, ja, wo im Sommer die Kühle rein kann, kann im Winter auch die Kühle rein. Und was halt im Sommer vorteilhaft ist, ist dann im Winter nicht mehr ganz so vorteilhaft. Das ist das Problem dabei. Deswegen Kühlung ja, aber nur wenn sie entweder deaktivierbar ist oder zumindest variabel ist. Kommst du jetzt her? Danke. Ansonsten verursacht sie nämlich mehr Probleme als ja. Anderes halt. Whatever. Boah, Alter, gleich bald hier, also mit den Reinen bald geschafft. Dann müssen wir noch die dicken, aber die sind ja wesentlich einfacher zu platzieren, weil die können wir wieder gegen platzieren. Von daher ist der schwerste Arbeitsgang gleich geschafft. Ich hoffe, uns gehen nicht davor noch die Dinger aus. Wobei die uns sowieso ausgehen werden. Weil wir müssen ja noch die obere Schräge noch machen, ne? Und spätestens dafür reicht es nämlich nicht mehr. Könnt ihr vergessen, dass dafür noch... Oh, Alter, ich krieg hier gleich eine Macke. So, jetzt aber. Ja, wenn ihr über die Dächer, über die Balken springt, kriegt man schon ein bisschen Adrenalin. Aber ich sag mal so, hier ist noch nicht so gefährlich. Aber wenn man denn hier runterfällt... Na gut, ich meine... Okay, ja, alles vergessen. Nein, ich vergesse immer wieder, dass wir ja gar keinen Fallschaden mehr bekommen. Dank unserer Rüstung. Rainbow-Ohr-Rüstung ist schon ganz schön overpowered. Ich glaube, wir sollten die einfach mal während des Let's Plays ausziehen. Also, ist ja unser Let's Play-Konto. Nee, einfach mal allgemein ausziehen. Damit wir ein bisschen mehr Nervenkitzel haben. Ne? Damit wir wieder ein bisschen mehr aufpassen müssen, dass wir halt nicht überall runterfallen und so. Oh, ist das richtig gemacht? Ja. Oh, siehst du, jetzt können wir die einfach hier mal immer gegensetzen. Ja, einfach überall. Ja, klar. Komm. Habt dich auch lieb. So, und das geht natürlich schon, wie man sieht, wesentlich schneller. Voll easy, voll geil. Finde ich schön. Mag ich. Mag ich sehr. So, jetzt wird es natürlich in unserem Hotel ganz schön dunkel gleich. Dann müssen wir also für Beleuchtung sorgen. Ich fick meine Arschkacke. Was? Ja. Ich hasse dich. So, jetzt noch die andere Seite und dann haben wir es geschafft. Easy peasy. So, jetzt müssen wir hier welche Block. Ich kopiere ein bisschen von hier draußen. So. Da weiß ich wenigstens, was ich kopiere.
wo wir nicht runterfallen, ja? Oder runterrutschen. So. Easy. Nice. Alter, das geht ja doch schneller vorne, als ich dachte. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir tatsächlich doch so schnell mit dem Dach fertig wären. Ich dachte, es wird doch eine etwas längere Aktion. So über mehrere Wochen und sowas alles. Ich meine, gut, war es ja letztendlich auch, ne? Weil die Seitenwand, die haben wir schon vor Wochen angefangen. Also so gesehen, also, ne, muss man schon mal dazu sagen. Aber gut, das war jetzt natürlich klar. Also, das ist halt dieses typische Berliner Baugewerbe. Wenn man eine Baustelle anfängt, erstmal anfangen, erstmal alles absperren, paar Spatenstiche machen und wenn alles aufgewühlt ist, dann erstmal die Baustelle ruhen lassen. Für mindestens 3 Jahre. So lange, bis sich die ganzen Anwohner immer aufregen und dann irgendwelche Demo machen und sowas alles. Und dann nach 4, 5 Jahren, wenn sich dann das Gras darüber gelegt hat und die Baustelle komplett verwaist ist, dann erst so richtig anfangen mit der eigentlichen Baustelle. Das ist so dieses typische Berliner, ja, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Es ist halt typisch Berlin. So, wie viel haben wir noch? Oh Gott, 32 und gerade noch 2 davon. Achso, wir haben hier noch um. Okay. Ja, trotzdem nicht viel mehr. Das reicht also bei weitem nicht. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, dann lassen wir die obere Seite erstmal. Achso, scheiße, wir kommen aber aufs Dach gar nicht mehr rauf später. Upsala. Wir hätten irgendwo noch so ein kleines Loch leihen lassen sollen. Ja gut, können wir später noch durchstechen, nennen so ein Loch. Die Frage ist jetzt auch, wie kommen wir jetzt hier runter? Ohne alle Kreten zu... Achso, haben wir gar nicht. Mann, ich wollte... Wir haben ja keinen Fallschaden. Das heißt, wir können ganz oben hingehen. Geronimo! Check! Und keinen Schaden bekommen. Easy. Gut, falsche Seite. Ach fuck, wir waren auf der richtigen Seite. Das ist traurig. Ey, wir können hier rennen. Oh, wir können gar nicht rennen. Upsala. Das ist ja interessant. Ha. So. Haben wir hier noch irgendwie rotes Gestein oder irgendwie was in die Richtung? Ne, gar nichts. Tja, dann müssen wir erstmal hier ein bisschen rekombinieren und dann mal hier ein paar Kacke in den Hochofen reinschmeißen. Was kann man jetzt daraus machen? Daraus konnte man doch auch irgendwas machen, oder nicht? Die Frage. Kompressorofen. Kann man die jetzt einfach wieder einbacken? Nee, das geht natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Weißt du? Egal. Ist egal. So, jetzt haben wir nämlich nur ein Problem. Ey, ich habe auch die perfekte Lösung dafür. Haha. Oh, komm, machen wir einfach so hier. Eins, zwei, drei, vier brauchen wir noch. So, und jetzt einfach wieder alles abbauen. Ernsthaft jetzt? Ficken. So. Ja, jetzt haben wir nämlich genau von beiden 14. Tada! Perfekt. Easy. Okay. Das war quasi die sinnloseste Aktion überhaupt, aber es hat funktioniert. Oh, schau mal, wie schön schnell der Ofen ist. Na gut, ist der jetzt wirklich viel schneller als der andere Ofen? Nee, ne? Achso, wir haben hier gar keinen Ort, doch, hier oben haben. Oh, ist der Kompressor. Upsala. Nee. Ah, guck mal. Der macht nach 2 Blöcken immer eine kurze Pause. Und der andere aber nicht. Na gut. Das heißt, der ist doch ein bisschen schneller, aber nicht so viel schneller, wie ich dachte, dass er schneller ist. Ich dachte, der... Ach, schon wieder das Falsche. Mann. Ich dachte, der ist um einen viel größeren Faktor schneller. Aber ist er gar nicht. Das ist ja Betrug.
finde ich jetzt nicht in Ordnung. Und er sorgt natürlich für die aber natürlich von den Batterien. Ganz klar. Ja, okay, komm. Gut, das heißt, wir haben wieder ein bisschen Cleanstone. Bringt uns natürlich letztendlich gar nichts. Einfach, because... ja komm, ich rekommendiere die auch mal. Weil wir werden jetzt erstmal... genau. Wir werden jetzt erstmal in die Wüste gehen. Und tatsächlich noch einen Stein holen. Bevor wir mit dem Dach weitermachen. Einfach, weil wir es brauchen. Ich meine, ich guck mal noch mal ganz kurz ins Lager, wie viel Stein wir noch haben. Wie viel Rotstein. Vielleicht habe ich doch nicht alles mitgenommen und habe noch die Hälfte da gelassen. Glaube ich zwar nicht, aber möglich wäre es ja. Ich glaube, der große Baum da wohl reinpasst. Nee, der ist so groß. Der ist so groß. Tja, ich bin echt noch. Ich habe noch nicht angefangen zu überlegen, was wir da eigentlich reinbauen in das Hotel. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Oh, guck mal, wir haben hier noch 600. Der passt ja doch locker. Easy. Ich mach mal so. Und so. Haben wir überall noch einen übrig? Passt. Gut, dann brauchen wir doch nicht mehr in die Wüste. Brauchen wir doch noch nicht in die Wüste gehen, sondern haben wir doch noch ein bisschen was zum Einschmelzen. Sehr schön. Und vor allen Dingen haben wir Hunger. Mann. Bam. So. Easy, easy. Ach komm, leck mich. So. Umso länger haben wir Ruhe. Tja, noch sieht unser Hotel echt ganz schön nackt aus, ne? Aber gut, wollen wir dann später auch noch von außen verzieren ein bisschen, wobei ich noch nicht genau weiß, was wir dann hinbauen, ranbauen. Aber darüber können wir uns ja Gedanken machen, beziehungsweise ich nehme da natürlich auch Vorschläge entgegen. Also, wenn irgendjemand weiß, wie man da, weiß ich, kann da ja zum Beispiel aus so Wolle-Pads, also aus diesen dünnen Wolleplatten, quasi so eine Pixel-Grafik daran ranklatschen oder so ein Scheiß. Ja, komm, halt, wir müssen da erstmal hier unten. Nein, er tut es schon wieder. Tausendmal habe ich gesagt, ich würde diesen Bombenleger hier nicht mehr sehen. Ja, von wo war das Zitat? Ich sag mal, die Leute, die den Film kennen, wissen sofort von wo. Und die Leute, die es nicht wissen... Ach scheiße, ich habe nur noch einen Transformator. Mist, ich wollte jetzt noch ein paar Öfen bauen. Scheiße. Ach, okay, dann halt nicht. Dann machen wir halt doch nicht schon wieder. Gut. Rein mit dir? Ja, Verbesserungsfächer. Ich wollte auch mal gucken, was das Verbesserungsfächer ist. Ich meine, wir hatten ja schon mal geguckt. Also irgendwas, was man bauen kann, gibt es hier eigentlich nicht, oder? Oh Gott, hier gibt es doch eine ganze Menge. Konstruktor. Achso, das ist hier für diese Vorschubmaschine. Man kann auch richtige Minenmaschinen bauen und so ein Scheiß, ne? Bergbaulaser, oh Gott. Hochspannung. Was ich halt nie kapieren werde, ist, warum die haben dies ausgerechnet schwarz-weiß gemacht, schwarz-gelb gemacht. Und die anderen dann nicht. Ja gut, ich meine in Amerika. Ja, alles gut. Ich war gerade komplett auf dem falschen Film. Ich wollte gerade sagen, ist nämlich eigentlich die Markierung für Schutzleiter, aber Schutzleiter ist überhaupt nicht gelb und schwarz. Ja. Alles gut. So, gibt es hier irgendwelche Verbesserungs-, irgendwelche Upgrades-Items? Bergbaubohrer. Kann man die denn da? Ne, Quatsch, ne. Bergbaubohrer machen beim Ofen keinen Sinn. Verschlossener. Prospektor. Okay. Steinbruch. Silber, nee, ist auch alles wahrscheinlich nicht das, was wir da suchen. Baumzapfhahn? Können wir da das Gummi aus den Bäumen extrahieren oder was? Uranklumpen, Zinkklumpen, Vakuumcleaner, Wasserkanister. Okay, Wasserkanister macht irgendwo Sinn, aber Vakuumcleaner? Was soll das denn sein? Ja, also irgendwas mit Upgrade sehe ich hier nicht.
Hä? Linksklick rotiert das Gesicht, also die Oberseite, und rechtsklick rotiert die Achse. Ist doch genau das gleiche, was der normale Schraubendreher auch macht. Hier, linksklick dreht Ausrichtung, rechtsklick dreht Achse. Es macht genau das gleiche. Was zur Hölle? Na egal. Wahrscheinlich gibt es bestimmte Items, die man hiermit nicht drehen kann, und die dreht dann der hier oder sowas. Kann sein. Ah genau, 5 Stück brauchen wir davon. Egal. Ich gucke gerade für Upgrades. Finde aber keine. Achso, solange wir hier suchen, kann der schon mal den nächsten hier durchjagen. Upgrades, Upgrades. Ich meine, wir könnten jetzt natürlich auch mal online gucken, im Online-Handbuch, ob ich da irgendwas finde. Aber hier macht erstmal nichts irgendwie Sinn. So wirklich gar nichts. Gibt es irgendwie einen Tooltip oder sowas? Ne. Besserungsfächer. Besserungsfächer. Kann man damit jetzt irgendwas verbessern? Oder kommen da Verbesserungen für den Ofen rein? Und die Frage ist, ich meine, es macht beides keinen Sinn. Weil den Ofen verbessern, dann müsstest du ja irgendwas machen, da reinmachen, was irgendwas mit dem Ofen zu tun hat. Also, ich weiß nicht. Höhere Heizleistung, dass du da Superkohle reinpackst oder mehr Volumen oder sowas, keine Ahnung. Würde halt so Semi-Sinn machen, aber dafür sehe ich halt hier keine Items, die man da reinpacken könnte dafür. So, und Verbesserungsfach, um damit andere Sachen zu verbessern, macht erst recht keinen Sinn, weil jedes Ding hat ja Verbesserungsfächer. Das Ding hat ja auch Verbesserungsfächer, das Ding hat auch Verbesserungsfächer, das macht dann noch weniger Sinn. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich da gerade ein bisschen... Oh, Alter, ist mal kurz falsch geschrieben. Ich will sterben. Danke. Boah. Gibt es noch ein anderes Wort für Upgrade? Also für Verbesserung? Advanced. Ja, nee, ist natürlich Advanced Trains. Extended. Expanded? X? Next? Linux? Ich weiß es nicht. Hm. Ja, muss ich mal echt mal in dem Handbuch gucken. Ist die Folge schon wieder vorbei? Nein, die Folge hat gerade erst angefangen, kann das sein? Egal. Ich glaube, wir backen erstmal hier ein bisschen Gestein. So, und dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal. Das geht nicht. Okay, komm, fuck off. Oh, da hätte ich die. Wir haben schon eine halbe Stunde aufgenommen. Was? Holy shit! Oh gut, okay. Dann gucke ich mal selber nach. Vielleicht finde ich da ja was, was dazu. Mal gucken. Ja, von daher bis zur nächsten Woche dann.